Sabine Bergmann-Pohl kann heute unerkannt durch Berlin gehen. Am Brandenburger Tor nimmt kaum jemand Notiz von der 74-Jährigen. Dabei war sie vor 30 Jahren das letzte Staatsoberhaupt der DDR und die letzte Präsidentin des Parlaments. Eine Karriere im Trubel der Wendezeit, mit der sie selber nie gerechnet hätte. Ich habe nie in der DDR geglaubt, dass ich jemals überhaupt die Wiedervereinigung erleben werde. Wer heute etwas über die DDR erfahren will, der muss dafür schon ins Museum. Trabi, Stacheldraht, sozialistischer Bruderkuss. Am Berliner Spreeufer können Besucher zumindest ein wenig darüber erfahren, wie es damals so aussah im ostdeutschen Mauerstaat. Sabine Bergmann-Pohl kannte aber auch den Alltag. Die Schwierigkeiten, den Zusammenhalt von Familie und Freunden gegen einen Staat, der seine Bewohner drangsalierte und unterdrückte. Doch in einem Museum ist dieser Teil der DDR-Geschichte nur schwer nachzuvollziehen. Wenn ein Staat untergeht, dann ist nur noch die Erinnerung im Museum. Aber ein Museum gibt nicht die Empfindungen der Menschen, die persönlichen Erlebnisse wieder. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die eigenen Erinnerungen auch an die nächsten Generationen weiterzugeben. Das Interesse am Leben früher in der DDR ist auch nach 30 Jahren Einheit noch groß. Und vor allem persönliche Eindrücke und Erfahrungen sind den jüngeren Besuchern aus dem In- und Ausland wichtig. Unsere Generation erfährt davon ja meistens durch die Medien, Filme und so. Aber das ist dann immer eine schräge Perspektive. Wenn man mündliche Informationen bekommt von jemandem, der es tatsächlich erlebt hat, ist das super wertvoll. Ich habe das nur in der Schule gelernt, also im Geschichtsunterricht dann Themen über die DDR gehabt, aber ansonsten familiär jetzt nichts mitbekommen. Wir sollten die Botschaft weitergeben. Wir sollten auch erklären, dass wir uns bewusst sind, was Kommunismus oder andere Systeme mit sich bringen. Doch einige wichtige Orte der Einheit sind heute nicht mehr sichtbar. Nur ein Steinwurf vom Museum entfernt, der frühere Arbeitsplatz der Parlamentspräsidentin. Wo inzwischen das Berliner Stadtschloss wieder neu aufgebaut wurde, stand in der DDR der Palast der Republik. Hier tagte das DDR-Parlament jahrzehntelang unter dem Diktat der SED-Einheitspartei, nach der Revolution und den freien Wahlen dann besetzt mit Politikneulingen wie Sabine Bergmann-Pohl. Das war eine bunte Mischung der von politischen Laien, muss man wirklich sagen, die dort Geschichte geschrieben haben. Es war ein Parlament der Anfänger, aber wir haben ganz schnell gelernt, wie Politik läuft und wie Politik gestaltet werden muss. Das Ostparlament der Anfänger ist es, das Ende August 1990 den Beitritt zur Bundesrepublik beschließt. Der wichtigste Moment im deutschen Einheitsprozess. Und Sabine Bergmann-Pohl darf ihn verkünden. Mit Ja haben 294 Abgeordnete gestimmt. Heute erinnert an dieses Ereignis am neuen alten Stadtschloss, wo der Palast der Republik einstand, nichts. Sabine Bergmann-Pohl empört das. Ich habe auch schon Briefe geschrieben und habe das auch schon allen möglichen Leuten gesagt, dass das wichtig wäre, dort erkenntlich zu machen, dass hier ein Stück deutscher Geschichte, und zwar ein Stück wichtiger deutscher Geschichte der Wiedervereinigung geschrieben wurde. Erinnerung lebendig zu halten und weiterzugeben, dafür kämpft Sabine Bergmann-Pohl immer noch. Aber nach 30 Jahren Einheit zieht sie eine positive Bilanz und will gar nicht mehr unterscheiden zwischen Ost und West. Also am Anfang war ich sehr enttäuscht über die mangelnde Kenntnis über unser Leben. Ich bin heute zufrieden. Wir haben so viele Chancen in Deutschland und ich hoffe, dass wir da in Zukunft nicht mehr diesen Ost-West-Vergleich mehr bemühen müssen. Nach vorne schauen, ohne zu vergessen, woher man kommt. Auch 30 Jahre nach der Einheit.